Wer hier was klaut, bekommt Ärger! So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Ryzen. Wir sind ja gerade eben auch in der letzten Folge mit einem Absturz des Spiels, haben wir es beendet. Und wir haben genau hier abgespeichert, und zwar direkt vor diesem Kochrezept. Danach mussten wir hier Josh verprügeln und auch die Stadtwache. Ich weiß auch nicht, wozu das halt, wo das hingeführt hätte. Also lassen wir das einfach mal, das Kochrezept, lassen wir einfach mal Kochrezept bleiben und ja, gucken weiter in der Stadt rum, was die Fälle angeht. Wir brauchen nur noch ein verdammtes Wildschweinfell und er hat gesagt, in der Schlachterei sollte ich mal nachfragen. Das werde ich jetzt auch auf jeden Fall tun, bevor ich mich jetzt hier weiter absuche, abquäle. Frage ich jetzt erstmal nach, ob die noch ein Wildschweinfell haben, was keinen Sinn ergeben würde, weil eigentlich haben die nur Schweine. Ach, Schweine! Nichts Neues. Kühe haben die da doch nur. Habt ihr noch ein paar Felle? Ja, ein paar alte Felle habe ich noch. Hier, du kannst sie haben. Sag mal, du brauchst die nicht für Baxter, oder? Naja, eigentlich schon. Na, das gefällt mir. Die Felle gehörten eh schon Baxter. Aber das muss er ja nicht erfahren. Hau schon ab. Dagel hat von Bauern erzählt, die hierher kommen. Ja, manchmal. Machen wir. Aber was sollen wir machen? Ich versuche mich da immer rauszuholen. LOL, der Typ gibt mir einfach zwei Felle, zwei Wildschweinfelle. Ich suche mir den Arsch ab. Ah, Junge, 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 Junge. Was ist? Ja, wir sind im Geschäft. Und da habe ich das Paket Fleisch. Get owned, meine Freunde der Sonne, wir haben es geschafft. Wir haben die Felle, die ganzen Felle haben wir jetzt hier. So, da bin ich wieder, Flavio. Ich hab das Fleisch besorgt. Gut, dann. Ich... Ach, was klicke ich immer darauf? Bellschwürchen! Ich bringe dir Fleisch. Hier hast du mein Fleisch. So, im Auftrag von Flavio. Daraus kannst du einen leckeren Eintopf machen. Ah, sehr gut. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich danke dir, mein Sohn. Kein Problem, Faddy. So, jetzt gucken wir uns erstmal die weiteren Quests an. Carlos will das... Artefakt-Schmuggler, den muss ich verprügeln. Nelson wird meine Karte machen. Er sollte den Weg der Stadt finden, dann gucken, Nelson eine Karte fertig ist. Aha, also kann ich die auch abgeben, wenn ich den Typen verprügelt habe. Patty erzählte mir, dass er Stadt will, gehen muss, außer bei Norton versprochen, die Stadt zu verlassen. Patty muss ich Bescheid geben, sobald ich den Typen verprügelt habe. Der Schmied Walter braucht eine Pause, ihr solltet mal Alvaro sprechen oder ob ihn mal ausruhen lasst. Ach, da muss ich noch die Typen finden, die da im Handelsviertel rumlaufen. Der Bauer Arno möchte, dass ihr eine kranke Frau Matthias... Blablabla. Ja, ich muss dann ein Haus, muss ich dann noch finden. Marcello will, dass ich einen Beweis bringe, damit er gegen Wiesel vorgehen kann. Lol, den Auftrag muss ich doch abbrechen, sozusagen. Ich habe ihn doch einfach getötet. Wie breche ich den ab? Keine Ahnung. Verschollener Vater, Patty sucht, bla bla. Ah, mit dem muss ich wahrscheinlich noch sprechen, Vasili und Ericsson. Die habe ich aber beide verprügelt, glaube ich, oder? Alvaro will, dass ich die zwei Knechte, Händlerviertel herumlaufen. Ja, gut. Carlos will, dass ich eine Stadt der Banditen soll, aber ich soll alle Banditen finden und dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichten. Na gut, dann hätte ich sie, glaube ich, nicht unbedingt töten müssen, aber... Was soll's? Ich töte Banditen. Gerne! Ich gehöre zur Inquisition! Ja. So. Dann werde ich jetzt nochmal mit Vasili schnacken und mit Ericsson... Zeig mir mal jemanden, der nicht nach Kapitän Gregorius Stahlbart sucht, Mann. Ich weiß nur, dass er vor langer Zeit mal hier war. Aber wo er jetzt ist, oder ob er überhaupt auf dieser Insel ist, weiß ich nicht. Was weißt du noch?
Eriksson behauptet, dass Gregorius Stahlbart eine Baracke hier in dieser Stadt hat. Aber ich glaube ihm kein Wort. Wenn er wirklich wüsste, wo Stahlbarts Baracke ist, hätte er sie sicher schon geplündert und wäre über alle Meere. Stattdessen habe ich Eriksson lediglich in Sonjas Bordell herumlungern sehen. Ja, wird langsam Zeit, dass... Mir kommt es auch vor... Ach genau, Eriksson, den habe ich da, den habe ich ja verprügelt. In der Baracke war ich ja schon. Dann werde ich jetzt nochmal mit Eriksson schnacken. Eriksson! Du weißt, wo sich... Du scheinst nicht zu wissen, auf was du dich da einlässt. Wenn du so weitermachst, wirst du dir nur die Finger daran ver... Warte, muss ich... Ich weiß ja ich eigentlich, was ich will es nicht ist. Hören. Ah, gut. Er will es nicht hören. Werde ich verprügelt, wird das, wenn ich schleiche und das klaue? Du Dieb, ich bring dir Manieren bei! Jetzt habe ich die Halskette. Die kann ich auch anlegen. Oh, toll. Jetzt habe ich eine Halskette an. Mhm. Will ich aber nicht. Ich brauche diesen Zauber hier. Ich will keinen Streit mehr. Klasse. Gut, dann werde ich das jetzt nochmal in der Schatulle stehen. Hey, das habe ich gesehen. Jetzt geht's runter. Ja. 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 Mach vor. Ja. Mal gucken, was sie jetzt von mir will. Ob ich nur mit ihr reden darf oder nicht. Weil ich konnte die Buchstände anvisieren. Seifenschaum und Männer. Nichts. Lass mich bloß hin und ich spreche nicht mit dir. Ich spreche nicht mit dir. Lass mich in Ruhe, du Dieb. Tja, was soll ich sagen, ne? Später vielleicht. So, was wollte ich jetzt noch machen? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ach ja, ich soll doch zu irgendeinem Grab gehen, ey. Was für ein Grab, was für ein Grab. Ich weiß nicht, was er für ein Grab meint. Ich schnalle es nicht. Ja, es wird kein Weg dran vorbei, Leute. Wir müssen ihn jetzt verprügeln. Also eigentlich müssen wir ihn jetzt verprügeln. Ja, es ist jetzt eigentlich Zeit.
Es ist jetzt am zeitigsten, meine Freunde, den Typen zu verprügeln. Sobald wir den verprügelt haben, Mann, können wir so viele Quests abgeben. Das ist der Hammer. Beziehungsweise, dann kommen wir weiter. Das hast du jetzt! Er ist so stark, er ist so gottverdammt stark. Das ist der Hammer. Aber wie wir eben gerade gesehen haben, wenn ich meine Dreier-Kombo rauskriege, mache ich schon Schaden. Das darf man nicht unterschätzen, aber er ist mit einem Einhänder einfach viel, viel schneller als ich. Viel, viel schneller als ich. Das hast du jetzt! Verdammt! Ich darf nicht zu häufig klicken. Ich muss ganz behutsam mit meiner Maus umgehen. Ansonsten schlägt er zu oft und er macht einen Counterschlag. Wenn ich nämlich mein Schwert hochhebe, dann ist das... Und jedes Mal der Dreier-Kombo, direkt nach seinem Aufstehen, kriegt er, haut er einen Schlag raus. Steck! Du! Schwert. Weißt du, der besiegt mich einfach mit dem Schwert. Die müssen unglaublich viel Kraft haben, also Stärke, müssen die unglaublich viel haben. Ansonsten würden die da mit so einer läppischen Waffe nicht so viel Damage machen, aber diesmal habe ich ihn endlich besiegt, ey. Häufig genug die Dreier-Kombo rausgekriegt da, ey. Das hier soll der große Artefakt-Deal-Hinterraum sein, oder was? GG, ey. GG. Nix da. Nix. Was ich mir irgendwie unter den Nagel reißen könnte oder so. Ja, hier kommt man raus. Feuer. Ein Feuer. Ein Lagerfeuer. Lagerfeuer. Aber keine Menschenseele, ey. Nur ein Geier. Und Rum. Goldmünzen. Ein Fisch. Und ein Boot. Ja, ein Boot, ein Boot, ein Boot, ein Boot. Ja, ein Boot, ein Boot. Ja, ein Boot, ein klitschnasses Boot. Toter Hering, der hier am Strand liegt, sammel ich auf und brate ich kräftig durch. Dab, dadam, dadadadab, dadam. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt nicht schon wieder bei einer halben Stunde oder letzte Folge, ey, so, what? Zeit vollkommen vergessen, was da los? So Leute, jetzt muss ich erstmal allen Bescheid geben. So, ja, ich hab's geschafft. Was da los? Was da los? Ich hab den Geheimraum gefunden. Warte, aber ich will mit ihr auch noch reden. Klasse. Toll. Mit
dir zu reden bringt mir gar nichts mehr. Außer, dass ich vögeln kann. So, du oder ihr. Probier's woanders. Wegen eurer Flucht. Ihr drei seid vollzählig und könnt jetzt die Stadt verlassen. Alles klar. Sag uns, wohin wir gehen sollen. Im hinteren Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen geheimen Tunnel. Der wird euch aus der Stadt führen. In Ordnung. Wir treffen uns dort in Sonjas Lagerraum. Dann zeigst du uns deinen Tunnel. Bis gleich. Wolltest du auch weg? Nein, das wollte ich nicht. Obwohl ich den Telekinesen-Zauber eigentlich mitnehmen könnte. Ja, den nehme ich mit. Telekinese ist nicht schlecht. Telekinese nehmen wir mit. Nur noch ein paar Flaschen hier. Was? Lass. So. Telekinese. So. Suchst du was? Geh lieber trainieren. Was willst du, wenn du mir nichts zu sagen? Lass dich nicht aufhalten. Ich hörte deinen Vater sagen. Voll viel. Pirat. Sagt man sich das, ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Jetzt sag mir bloß noch, du hast das nicht gewusst. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart ist der größte Pirat, den die Welt je gesehen hat. Natürlich weiß ich das. Aber ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, oder? Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Was macht es schon für einen Unterschied, jetzt, wo du es weißt? Komm mir nicht mit der Freundschaftsnummer, mit gegenseitigem Vertrauen und so einem Mist. Da stehe ich nicht drauf, klar? Schon gut. Ich hab's kapiert. Kapitän Romanov sitzt in der Hafenkeilzelle. Aha. Dann stimmt es also, was man sich über ihn erzählt. Hätte mich auch schon sehr gewundert, wenn er sich nicht mit dem Inquisitor angelegt hätte. Was hat er denn gesagt? Romanov weiß nicht, wo dein Vater ist. Tja, das sieht ihm ähnlich. Entweder weiß er es wirklich nicht, oder er will dir nichts sagen. Wie auch immer. Dann müssen wir wohl woanders weitersuchen. Vasili meint, dein Vater hätte eine Baracke hier in der Stadt. Der alte Haudegen. Ich wusste es. Okay, pass auf. Dann musst du dorthin gehen. Finde heraus, wo die Baracke ist, und sieh nach, ob du einen Hinweis von meinem Vater findest. Aber lass dich dabei nicht beobachten. Es gibt einige, die ganz heiß auf den alten Kram meines Vaters sind. Vasili glaubt nicht, dass dein Vater hier auf der Insel ist. Von Vasili habe ich auch nichts anderes erwartet. Immerhin kenne ich ihn ja schon eine Weile. Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Das ist es, wonach ich gesucht habe. Jetzt kann ich endlich die Stadt verlassen. Danke, kleiner Held. Du hast dir eine fette Belohnung verdient. Ich hoffe, dir reichen 200 Goldmünzen. Oder muss ich jetzt noch mehr deiner lästigen Fragen beantworten? Behalt dein Gold. Jetzt erzählst du mir erstmal, was ich wissen will. Na schön. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Also, was willst du wissen? Jetzt wollen wir erstmal wissen, wer dein komischer Kollege Vater ist, ey. Was ist denn jetzt mit Kapitän Romanov? Er und seine Mannschaft können mir mal gestohlen bleiben. Ich hab jetzt, was ich wollte. Was ist denn an dem blöden Zettel so wichtig? Blöder Zettel? Ich kenne einige, die würden dich glatt umbringen, um an diesen blöden Zettel zu kommen. Das ist der nächste Hinweis. Aber was rede ich? Du verstehst das ja sowieso nicht. Glaubst du immer noch, dass dein Vater auf dieser Insel ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er hier gewesen. So viel weiß ich jetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ihn gefunden habe. Was passiert mit deiner Kneipe, wenn du weg bist? Die wird mir nicht weglaufen. Und selbst wenn damit irgendwas passiert, kümmere ich mich darum, wenn ich gefunden habe, was ich suche. Was soll mit der Baracke deines Vaters passieren? Von mir aus kannst du sie benutzen. Den Schlüssel dafür hast du ja schon. Danke für das Angebot. Ich hoffe, das sagst du nicht nur, damit da mal jemand sauber macht. Du kannst ja auf der Straße schlafen, wenn dir das lieber ist. Nein, schon gut. Ich nehm's. Ein Haus im Hafen habe ich mir schon immer gewünscht. Ich habe keine Fragen mehr. Gut.
Ist auch besser für dich. Glaub mir. So, jetzt muss ich nur noch aus dieser verfluchten Stadt herausfinden. Romanov mag wohl deinen Vater nicht besonders. Natürlich nicht. Sie sind beide große Piraten und waren immer schon die größten Erzfeinde. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es auch nicht beruhigend, dass Romanov in der Stadt ist. Ich muss vorsichtig sein. Er könnte mir gefährlich werden. Noch ein Grund mehr, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Wirklich? Und das soll ich dir jetzt glauben, wie? Das werde ich mir mal genauer ansehen. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wehe, wenn du mich angeschmiert hast. Dann reiß ich dir den Kopf ab, klar? Wir sehen uns bei Sonja. Oha. So, wer wollte jetzt die Stadt noch verlassen? Ach genau, ich würde jetzt eine Karte kriegen, wenn ich zu dem einen Lappen gehe, ne? Zu dem hier. Und jetzt gehört die Baracke mir. Jetzt kann ich sie wahrscheinlich verwenden, um sie zu verschenken, sozusagen. Ist die Karte fertig? Ich habe einen Weg aus der Stadt gefunden. Ja. Und die Karte ist auch schon fertig, wie ich es gesagt habe. Oh, ja. Und ich bin bereit, sie dir zu überlassen. Wenn du sie noch willst, kannst du sie kaufen. Gib. Pass gut darauf auf. So. Oh mein Gott! Das ist doch mal eine Karte, die man gebrauchen kann, nicht diese alte Fetzen. Ja, eine neue Karte, die kann man gebrauchen, Alter. Das sieht gut aus. Da sieht man auch mal, wo man irgendwo vielleicht auch mal ansatzweise dran am Mann ist. Geil. Richtig geile Sache. Jetzt werde ich erstmal meine Baracke verschenken. Ja? Oh. Wahrscheinlich nicht hier. Dann gehe ich jetzt erstmal schlafen. Nein, nicht bis zum nächsten Abend. Ich will da nicht bis zum nächsten Abend schlafen. So, ich schlafe nochmal bis zum nächsten Mittag. Also ich hab tiefen Schlaf, sagen wir es mal so. Ne? Also ich schlafe hier ordentlich durch, das ist mir egal, wer was von mir will. Oh, ein regnerischer Tag. Was geht? Ich kann dir nicht helfen. Ich will doch nur Wie schlafen. Jetzt? Dann ist es doch meine. Ich kann die nicht verschenken. Die alte Baracke wird wohl mein bleiben. Die kranke Bauersfrau. Wer ist Costa? Costa. Vielleicht bei Costa. Wer ist denn Costa, verdammt? Costa, Josh. Costa. Cole. Wer ist Costa? Pavel. Finn. Costa. Ah. Hey, du! Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Ja. Ich weiß immer noch nicht genau mehr, wer Costa ist. Costa. Erstmal muss ich diese Leute hier rausschicken. Dann kann ich zum Boss gehen. Frag jemand anderes, suchst du wen? Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Der Weg nach draußen durch den Tunnel ist frei. Sehr gut. Wir sehen uns die Sache mal an. Eine Sache noch. Wenn wir erstmal draußen sind, werden wir unser Lager am Strand vor den Stadtmauern aufschlagen und uns ausruhen. Also wenn du drei gute Schatzsucher suchst, dann weißt du ja, wo du uns findest.
Ich werde es mir merken. Gut, wir machen uns mal vom Acker. Bis später. Hä? Das Lager ist schon aufgeschlagen. So, jetzt zeig mir mal deinen Tunnel aus der Stadt heraus. Der Weg aus der Stadt ist frei. Der Tunnel dort wird dich bis vor die Stadtmauern führen. Da soll noch mal jemand sagen, es gäbe nur noch Pfeifen in dieser Stadt. Du hast mir sehr geholfen, mein kleiner Held. Wenn ich endlich gefunden habe, was ich auf dieser Insel zu finden hoffe, dann werde ich mich dir erkenntlich zeigen. Ich werde mich jetzt erstmal am Strand vor der Stadt verstecken. Nur falls du mich suchen solltest. Bis später. Vielleicht. Ja. Macht ihr mal, was ihr wollt. Ich werde jetzt erstmal zum Boss gehen. Zum Boss der Bösse. Vielleicht werde ich aufgenommen. Dann kriege ich eine bessere Rüstung. Leute, Rüstung! Aber das werden wir erst in der nächsten Folge rausfinden, meine Freunde. Ich würde sagen, haut rein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben endlich alles abgeschlossen. Wir haben den Lappen Scorpo oder Scorpion oder was weiß ich, wie der Skoro oder so, haben wir genatzt. Wir haben den Weg freigemacht, haben alle rausgeschickt und jetzt gehen wir zum Obermacker und lassen uns dafür natürlich eine Belohnung geben, dass wir die ganze Stadt gereinigt haben. Das aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Schreibt in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Haut da rein und haltet die Ohren steif. Bis demnächst.